Teil mal bitte deine Gedanken, was du glaubst, was die Zukunft ist. Was mir so ein bisschen bewusst wurde, ist, dass Marketing anhand von zwei Faktoren sich verändert. Also es verändert sich nicht das Marketing selber per se, sondern die zwei Faktoren, und zwar das ist die Soziologie, also die Leute, und es ist Technik, wo dazu führt, dass vielleicht die Leute sich auch verändern. Und wenn wir jetzt mal beim Marketing 1.0 sind, das ist, wenn wir jetzt ganz zurückgeschaut sind, ist das dann das standardübliche Marketing, wo man das Produkt präsentiert hat und gesagt hat, das Produkt kann das, das schneller, besser etc. Marketing 2.0, wo wir bis vor kurzem so ein bisschen sind, hat mir erklärt, was kann das Produkt und was macht es für dich. Also man hat den Menschen mehr auch ins Zentrum genommen, nebst dem Produkt. Und Marketing 3.0, wo jetzt ein bisschen Zukunft ist, ist, was macht das Produkt für die Zukunft? Und was macht das Produkt für die Welt? Also Nachhaltigkeit und Ressourcen etc. Jetzt geht es mehr richtig, die Richtung.